Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind angekommen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hinfahren. Ja, ist mir klar. So, E8i. Der andere Auftrag ist D4i. Oh, jetzt muss ich bloß gucken. Die habe ich zu vorne, ne? Nein, die habe ich vorne. Die habe ich hinten, die habe ich vorne. Das heißt, wir müssen einmal hier gucken. Affenstadt. War das jetzt wieder? AB. Aber. Okay. AB, ja. AB. E8. A, B, C, D, E. E ist dahinter. Wir sind jetzt bei W. Also quasi von hier kommen wir jetzt. Das heißt, wir müssen hier rumfahren. Gucken vorbei. Und hier oben ist E. Okay, und der andere geht nach D. Ob wir den einfach hier irgendwo stehen lassen können. Das wäre dann. D wäre hier. Dann lassen wir den hier stehen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt. Da muss ich gucken, ob ich da hinten durchfahren kann, wieder zurück und den dann hier rein. Nun denn. Wir müssen jetzt also hier rum, hier geradeaus und am nächsten Abzweig muss ich mal gucken. Da lasse ich die Wagen dann stehen, die hinteren sechs. Okay, machen wir das so. Dann heißt die Weiche ist richtig. Wir fahren dann da hinten rum. Da ist der Schuppen. Dann hinten einmal im Kreis rum. Und dann da ganz hinten lassen wir den stehen. Und da hinten irgendwo ist E. Ah, werden wir finden. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lassen wir dann stehen. Und die kommen dann an dem anderen hin. Die werden wahrscheinlich hier drüben hinter den. Also quasi hier hinter den kommen. Die anderen kommen da hinten irgendwo hinter. Naja, erstmal warten. Dann müssen wir uns die Dings holen für Mehrfachtraktion. Oder wir gehen von oben runter, was wir da kriegen als nächstes. Glaube ich. Oh, wie sieht es denn hier mit den Weichen aus? Die wäre okay. Da ist der Schuppen, müssen wir gucken, wo ich da Dings habe zum Tanken und so. Nachher. Oh, die Lok! Muss ich gleich erstmal gucken, was das für eine ist. Was die für eine Nummer hat und was die kostet. Ich glaube, die kostet 200.000. Die Lizenz dafür. Dann haben wir erste und der zweite ist dahinter. Das wäre der. Jetzt sind wir hier oben in der Kurve. Das wäre jetzt hier. Genau an der ersten Weiche. Da müssen wir gucken.
da wäre die zweite. Da hinten. Da müssen wir die sechs Wagen vorher stehen lassen. Okay. Also hier vor der. Oder vor der. Weiß ich gar nicht. Wir halten jetzt einfach mal. Das ist wieder ein anderer Weg, ne? Ja, wir müssen jetzt erstmal Luft reinlassen hier. Ach ja, das war ja dann hier links rum irgendwas. Das ist wieder. Bin ich denn jetzt da? Das ist schon Bahnhof. So. Wäre ein E8. E50, 8 ist hier hinten, 7. 8-1 wäre der hier. Und haben wir hier eine freie Bahn, dann kommen wir wieder zurück. Okay. 8-1 wäre der. Dann tun wir auch wieder mit unserem Rangiertablett fahren. Ach Gott. Und diese Raucherei. So, hier ist alles okay. Wären die ersten fünf. Einmal einschalten. Okay, das ist diese Lok. Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Hier wäre das. Gehen wir jetzt eben mal sicherheitshalber an die Bremse. Nicht. Gut. Das wäre dann ja soweit okay. Hopp. Nee. Oh, das ist doch richtig, ja. Oh, das ist doch richtig. Alles richtig, jawohl. Dauert immer Sekündchen. So, abhängen können wir bei Wagen 1. Das ist auch übrigens das Schöne mit diesen Dingen hier. Kannst du automatisch an- und abhängen. Gibst du bloß an welchen Wagen. Und er hängt den ab. Macht die Leitungen los. Und zeige ich euch gleich. Und zieht auch direkt die Bremse an. Nicht so schnell. Genau. Wollen wir nach vorne, bis da vorne hin. Da ist es. Mein Handy an war Klemme zum Laden. Wir haben aber keine Möglichkeit, irgendwie einmal umzudrehen, dass wir hinter dem Zug kommt. Ich könnte jetzt auch, ich hätte auch den ganzen Zug einmal rumfahren und dann drauf. Wäre wahrscheinlich sogar eine sinnvollere Alternative gewesen.
Okay, er bremst jetzt ab. So, jetzt habt ihr ja oben. Oben rechts steht ja minus 1. Das heißt, am ersten Wagen wird abgehangen. Wenn ich jetzt hier auf Entkuppeln gehe, den muss ich einmal umschalten. So. Abgehangen. Und haben sie es drauf. Hier ist ein schöner langer Zug. Hier war dann. Ich hoffe nur da hinten ist alles so, dass ich auch wieder zurückkomme. Dass hier nicht nur Stumpfgleise sind, sondern dass sie am Ende eine Ausfahrt haben. Ja, doch, sieht aber so. Jetzt sieht alles danach aus. Die gehen alleine rum. Hier kann man auch rangieren. Haben wir es mal durch, ne? Ja. Einmal kurz in die Lok rein. So. Und hier liegt der andere. Huch. Das. So, jetzt fahren wir auf die anderen Wagen. Dann zeige ich euch das mit dem Anhängen. Oh, hier geht die Beleuchtung an. Der Abend kommt. Schnell. Viel zu schnell.
Ja, so ist das. Gehört, es ist tüdelüt. Jetzt drücke ich auf Kuppel. Und haben sie es los. Gut, das kann ich jetzt hier mit dem machen. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, ne? Ach, D41. D ist. Hier rüber ist D. D müsste hier sein. Ich hoffe, hier ist D. Hier ist G wie Gustav. Ach, der ist das. D ist geradeaus durch. Okay. Ja. Hier hinter der Kurve müssen wir bloß gucken, welche Seite. Ja. Wir haben nämlich zwei. Hier haben wir einmal hoch. Einmal hoch. Hier ist D. D4I ist dieses Gleis. Hier haben wir noch eins frei. Hier haben wir noch eins frei. Gut. Machen wir so die Weichen, dass die alle so packen. Okay, die ist okay. Ist okay. Da-di-da-da. Ist nicht okay. Jetzt ist okay. Warum? Die ist nicht okay. Die ist gut. Ist auch gut. Warum? Mache ich das nicht so? Warum machen wir das nicht so? Ich hab schon die Fernbedienung in der Hand und benutze nicht. So weit weg? Ah, so gerade, oh ja. Gerade eben, ne? Aber sie kommt, sie kommt. Wir sind doof. Stopp, 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 stopp. Der Funkrahmen. Weil wir haben nämlich ein Problem. Ich habe verkehrt rum. Bremsen. 0. Bremsen. Vorwärts. Fährt nämlich ganz woanders hin, wo sie soll.
Ja, hätte ich daneben gestanden, wäre das nicht passiert. Ganz einfach. Aber ist dumm, ne? Manchmal ist der Papa einfach nur dumm. Ja. So, jetzt haben wir aber alles richtig. Es sollte das Signal auch gleich ein bisschen besser werden. Wenn die auf uns zufährt. Aber das heißt, ich habe die gerade da hinten rumgeschickt, wieder Ausgang. Also sie kommt schon mal in unsere Richtung. Oh, kommt schon mal in unsere Richtung. Ah, jetzt langsam. Schnell werden lassen. Ja, tanken und so machen wir dann wieder, wenn wir mit Rangieren fertig sind. Weil hier ist garantiert wieder viel zu rangieren. Und ja, es ist halt so. Wenn du rangierst, verdienst du viel Geld. Mann, da ist Regen. Hier könnte ich jetzt auch einstellen, zum Beispiel den fünften Wagen abhängen. Das heißt, vier Wagen bleiben an der Lok. Ah, da kommt sie. Guck mal, da kommt sie ja. Da kommt sie. Den sechs Waggons. Hört ihr Regen? Ne, ich höre gar keinen Regen. Ich muss ich wahrscheinlich Kopfhörer aufsetzen. Hört mal. Die ganze Zeit mit Kopfhörer ist so eine Sache, die im Moment nicht mache. Das war Lokbremse, ne? Ja. Hey. Schön, dass du auch mal wieder kommst. So. Dieses Tüdelt sagt einfach nur, dass ein Wagen dran ist. So, jetzt fahren wir bis zum Ende. Okay, hopp.
Also das macht die Sache ungemein einfach. Es ist, macht die Sache ungemein einfach. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, wo das Dings ist. Ne? So. Das ist direkt hier. Das muss hier irgendwo sein. Das muss hier irgendwo sein. Da ist es. Da drüben. Ah ja, genau. Muss man bloß ein Stückchen rausfahren. Alles aus hier. Schön hätten wir. Ah ja, egal. So, da sind wir. Guten Tag. Dann. Besonders. Jawohl. Und der andere. Affe. Und Schiff. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal pennen. Was sagt die Uhr? 29 Minuten, halbe Stunde. Ja, dann haben wir doch genau... Genau passend zum, zum auch auf der Couch schlafen. Nee, ich lege mich um. Wie sieht das denn hier aus? Kannst du schon wieder anfangen zu sortieren, ne? Erstmal das alles. Und dahin. Alles Grüne darüber. Gelb. Gelb. Und ihr seht, hier ist jede Menge Aufträge. Das heißt, wir können viel machen. Wir könnten fahren. Oder wir können rangieren und erstmal Geld verdienen.
Wie sehen denn unsere Finanzen aus? Oh Money. Also 50.000. So. Ach, wir wollten ja was gucken gehen, ne? Lass uns mal eben gucken gehen. Der Lokschuppen war hoch. Da irgendwo. Hier steht. Ah. Hier steht eine Lok abgestellt. Da ist der Lokschuppen. Das Mistvieh. Dampflok. Dampflok ist relativ schwer zu fahren. Die ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Hier haben wir Tank. Hier haben wir Tankstelle. So, und jetzt wollte ich gucken, was das für eine Lok ist. GE6. L92, GE6, 125 Tonnen. Ich schreibe mir das mal eben auf. GE6, heißt hier L92, ah! L0. 92, Dash 9 ist das. Und ich glaube, die kostet 200.000 oder? Lizenz. Hängt mal so. Das ist unsere. Ah ja, da ist das Holz. Voilà. Oh, dann gucken wir mal. Lizenzen. Gebühren, haben wir Gebühren, die wir bezahlen müssen? Ah. Oh, Scheiße, ja. Ja gut, die müssen wir bezahlen. Lizenzen. Mehrfach. GE6. 200.000. Hell der Bratwurst! Aber ich glaube, wenn wir die Lok haben, dann können wir egal wo wir hinfahren. Dann können wir auch so richtig lange Züge. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal ins Bett gehen. Für euch heißt es danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, rangieren wir mal bis zum geht nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es ja, die Lok zu kaufen. Warum waren das so viele Stunden? Ich habe doch nur 10.000 gekriegt. Oh, hier ist der komplette Bahnhof. Da muss man erstmal durchblicken auf dieses Bild. AB, FF, MF, AB. Und wenn du das so alles siehst, den hier und da und oh, keine Ahnung. Lassen wir lieber, damit kommen wir besser klar. So, da unten, da wo der rote ist. Okay. Ja, komm. Feierabend. 35 Minuten. Was das? So. Dann danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Dann geht's wieder los. Rangieren, 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 rangieren. Ja, egal, ich brauche ja das Geld. Irgendwoher muss man das ja kriegen, ne?
Bis dahin, macht es gut.